skills. Our skills. You'll earn more. You'll earn that 35%. Besuchen wir einen sehr ungewöhnlichen Ort. Einen Ort, an dem wir noch nie zuvor waren, den die meisten nur aus Geschichtsbüchern und Dokumentationen kennen. An dem in nur wenigen Jahren mehrere Zehntausende Menschen ihr Ende fanden. Das Konzentrationslager Sachsenhausen. In diesem KZ wurden im Gegensatz zu Vernichtungslagern wie Auschwitz die Häftlinge nicht industriell vernichtet, sondern zur Arbeit gezwungen, wobei die Häftlinge oft nur wenige Wochen dieser Belastung standhielten, bis sie starben. Ein Beispiel für die grausamen Arbeiten, die den Häftlingen abverlangt wurden, war das Schuhläuferkommando. Auf einer Teststrecke mit unterschiedlichen Bodenbelägen sollten Schuhe für die Wehrmacht getestet werden. Die Insassen mussten täglich mit schweren Rucksäcken bis zu 48 Kilometer laufen. Nach Schätzungen sollen hierbei rund 20 Häftlinge am Tag gestorben sein. Echt unglaublich, was hier für ein touristischer Ansturm ist. Damit hätten wir jetzt so gar nicht erwartet. Wir sind auch mehr oder weniger, glaube ich, als Deutsche hier komplett in der Unterzahl. Hier werden alle Sprachen gesprochen, international. Wir haben hier Asiaten, Spanier, Engländer, Amis, wirklich. Der internationale Ansturm hier auf so ein Konzentrationslager ist gewaltig, vor allen Dingen von Nicht-Deutschen, sage ich mal. Also was uns so ein bisschen fehlt, was wir hier direkt bemerkt haben, ist, dass doch sehr stark die Empathie fehlt. Wir standen teilweise vor einem Denkmal, wo dann einfach ja, drei Asiaten zu uns gekommen sind und uns gefragt haben, ob wir mal schnell ein Foto von denen vor dem Denkmal machen können. Und dann haben sie halt irgendwelche Faxen und Gestiken davor gemacht und laut gelacht. Und wir dachten so, okay, ihr wisst aber schon, was das hier gerade ist, oder? Oder ist das gerade so ein Zufallsbesuch und ihr habt euch vorher gar nicht informiert? Also, ich weiß nicht. Ich bin dagegen, dass hier ein Kameraverbot herrscht. Klar, das würde ja natürlich auch uns jetzt beeinträchtigen, weil wir gar nicht das Video dann produzieren könnten. Aber wie schlacksig manche Leute hier mit der Geschichte umgehen, das ist schon auf jeden Fall schon krass gewesen. Die Häftlinge waren täglich der reinen Willkür der SS-Wachen ausgesetzt. In Waschräumen wie diesen wurden die Insassen unter anderem in Fußbecken ertränkt, nur weil SS-Männer sich spontan dazu entschlossen haben.
In Räumen wie diesen wurden Gefangene mit ihren Wintersachen bekleidet und geschlossenen Fenstern und Luftluken eingeschlossen. Diese Räume wurden so vollgestopft, dass es nicht möglich war, sich zu bewegen. Die unerträgliche Hitze führte in verschiedenen Fällen zum Tode und an den Folgen dieser brutalen Misshandlungen starben die Häftlinge zu Tausenden. Dies ist die Aussage eines Zeugen vom Schubert-Prozess 1958. Doch was fühlt man, wenn man solch einen Ort besucht? Schuld, Mitleid, Trauer. Um ehrlich zu sein, man fühlt gar nichts. Krieg, Hinrichtungen, Tod scheinen für die meisten Menschen heutzutage so weit weg zu sein, dass man es gar nicht nachempfinden kann. Es wäre heuchlerisch und moralisch überheblich zu behaupten, man würde Schuld oder Trauer empfinden, wenn man noch nicht selbst im Krieg war, noch nicht selbst ein ähnliches Leid erfahren hat. So, wir sind jetzt hier noch relativ am Ende des Konzentrationslagers beim russischen Lager, beim sowjetischen Zwangsarbeitslager. Das wissen viele gar nicht, aber nach 1945 wurde noch bis 1950 das Ding hier von den Russen weiter betrieben und hier wurden massenweise sowjetische Deserteure und so weiter teils zu Tode gefoltert und ja im Prinzip auch unter unmenschlichen Bedingungen hier gehalten. Und man sieht irgendwie, dass es hier jedem an Arsch vorbeigeht. Irgendwie ist es, wie ihr seht, null gepflegt. Hier sind keine Schilder, sonst irgendwas, Informationstafeln. Der Rasen ist hier nicht irgendwie gemäht oder sonst irgendwas. Die Dinger sind einfach zu barrikadiert. Und hier ist kein Mensch mehr und viele vergessen das dann auch einfach, dass hier das Ding von den Russen sozusagen noch ein bisschen weiter betrieben wurde. Aber naja, ist schon ja insgesamt ein sehr geschichtsträchtiger Ort und ja, es hat ja insgesamt auch eine ziemlich komische Atmosphäre. Ich hoffe, wir konnten das ganz gut rüberbringen und dass euch sowas auch mal gefallen hat, ein bisschen in die Geschichte hier einzudringen. Wir dachten, das passt auch irgendwie zum Kanal und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Video, nächsten Freitag wieder um 18 Uhr. Bis dann. Ciao.